Bosse in Videospielen sind oft die größten Angeber. Sie lassen ihre Muskeln spielen und nehmen ihre Gegner nicht ernst, mit katastrophalen Folgen. Diese Großmäuler haben eine Schwäche, und das ist ihre Eitelkeit, was sich wunderbar ausnutzen lässt. Je größer ihr Maul, desto näher ihr Absturz. Los geht's! Der Arena-Kampf mit dem Joker ist in Batman Arkham Asylum ein langwieriges Unterfangen. Der Joker tritt nur im seltensten Fall alleine an. Er ist ständig umgeben von seinen treuen Schlägern, die Batman umschwirren wie Fliegen. Da er sich dank seiner Männer immer mal wieder ein Päuschen gönnen kann, zieht sich der Joker auf eine Anhöhe zurück, von der er den Kampf überblicken kann. Was ihn allerdings wirklich anzieht, sind die Helikopter, die das Geschehen live in den Nachrichten senden. Diese Aufmerksamkeit will sich der Joker um keinen Preis entgehen lassen. Und er nutzt den Moment, um sich mit einer großspurigen Rede an die Bewohner von Gotham City zu richten. Sein Rücken ist Batman zugewandt, und das ist sein größter Fehler. Der zieht ihn runter auf alle Viere, und der nächste Angriff schallert richtig. Super Idee, ausgerechnet Batman im Kampf auch nur kurz aus den Augen zu lassen. Wenn du in Kingdom Hearts mitgeteilt bekommst, dass du als nächstes gegen Herkules kämpfen sollst, sinkt dein Mut. Herkules ist ein Halbgott mit unglaublichen Kräften. Wie soll Sora dagegen etwas ausrichten können? Nun, es stellt sich heraus, dass Herkules ziemlich selbstverliebt ist und sehr stolz ist auf seine Muskelpakete. Während des Kampfes bleibt er immer wieder stehen, um seinen Bizeps anzuspannen und ihn ausgiebig zu bewundern. Diese kurzen Momente der Ruhe sind ideal, um eines der Fässer zu greifen und es ihm entgegenzuschleudern. Es macht nicht viel Sinn, aber diese Fässer lassen Herkules straucheln und berauben ihn für kurze Zeit seiner göttlichen Kraft, die als leuchtender Umriss zu erkennen ist. Dieser Moment der Schwäche reicht Sora, Donald und Goofy aus, um den Kampf für sich zu entscheiden. Ganz schön peinlich für einen Halbgott. Der Joker ist einer der gerissensten Videospielgegner, die es gibt. Es ist klar, dass er über Möglichkeiten verfügt, von denen andere nur träumen können. Seine Mitstreiter profitieren am meisten davon, was gut am Beispiel von Poison Ivy zu sehen ist. Der Joker hat dafür gesorgt, dass Ivys Pflanzen auf Hochtouren laufen und quasi unbezwingbar werden. Ivy wird in ihrer Blüte von einer Schale geschützt, die jedem Angriff standhält. Damit wäre Ivy unbesiegbar und hätte den Kampf gegen Batman im Grunde schon gewonnen, wenn da nicht ihr Zwang wäre, Batman zu verspotten. Um ihm ein paar unfreundliche Worte an den Kopf zu knallen, öffnet sie ihre sichere Schale und nimmt damit in Kauf, für diesen Moment verwundbar zu sein. Alles, was Batman tun muss, ist, auf sie draufzufeuern, was das Zeug hält, bis Ivy ihre Kapsel wieder schließt. Keine Sorge, sie ist ein richtiges Großmaul und macht diesen Fehler gleich mehrmals. Sobald Ivy getroffen umfällt, kann Batman ein paar vernichtende Attacken bringen. Und schon nach kurzer Zeit bleiben Ivy ihre großmäuligen Sprüche im Hals stecken. Isn't it? You were always Zeus's favorite. Herkules kommt in dieser Liste nicht gut weg, denn auch in God of War 3 wird er als unzufriedener Fatzke vorgestellt, der Auseinandersetzungen gewohnheitsmäßig mit Gewalt löst. Obwohl Kratos ihn als Bruder anspricht und versucht, den Konflikt zu lösen, hat Herkules vor, selbst der Gott des Krieges zu werden, indem er Kratos tötet und seinen Platz einnimmt. Soweit der Plan. Hera selbst sitzt ebenfalls auf der Tribüne und wünscht Herkules den Tod. Man kann es ihr nicht mal verübeln, da Kratos ja nichts unversucht lässt, sämtliche Götter des Olymp zu stürzen. Der Kampf beginnt, und sobald sich Herkules endlich dazu herablässt, ebenfalls in die Arena zu steigen, zeigt sich, dass er dank seiner Handschuhe ziemlich overpowered ist. Aus purer Arroganz wendet er sich Hera zu, um zu verkünden: Siehst du, wie er zittert? Was Kratos zum Anlass nimmt, den unaufmerksamen Herkules in die Seite zu stechen, ihm seine Handschuhe abzunehmen und sein Gesicht zu blutigem Brei zu schlagen. Das Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall passt hier, Achtung Wortspiel, wie die Faust aufs Auge. Ultra Kill ist ein schneller, ultra-gewalttätiger Retro-Ego-Shooter, der den geschicklichkeitsbasierten Stil von Actionspielen kombiniert mit dem Gemetzel von 90er-Jahre-Shootern. Protagonist B1 kämpft Ende von Akt 1 gegen den Endboss des Levels, wobei es sich um Gabriel handelt, einen waschechten Engel, einen Roboterengel. Gabe ist ständig in Bewegung und macht zwischen seinen Angriffen keine Pausen. Selbst Online-Spiele-Ratgeber empfehlen nicht, sich die Mühe zu machen, diese Attacken zu parieren. Es ist besser, seinen Geschossen auszuweichen, denn seine Äxte und Speere machen richtig Schaden. Zwischen den Angriffen gibt es immer mal wieder ein paar Sekunden, in denen Gabriel stillsteht, aber nur um sich zu verspotten. Das ist der Moment, in dem du dich heilen kannst, also bist du dankbar für seine Frechheiten. Wenn das bedeutet, dass wir dem Ende des Kampfes näher kommen, nehmen wir gern ein paar Beleidigungen hin.
Koala Kong aus Crash Bandicoot ist ein aufgepumpter Koala-Bär, bei dem alles Niedliche, was einen Koala normalerweise ausmacht, fehlt. Koala Kong besteht aus aufgepumpten Muskeln, die er permanent zur Schau stellt. Das sieht folgendermaßen aus. Koala schmeißt mehrere kleinere Felsen in deine Richtung, bis er einen richtigen Brocken heranschleppt und auch den unter Kraftanstrengung als Geschoss verwendet. Dieser Kraftakt muss gefeiert werden, also pausiert Koala kurzerhand den Kampf, um seine Brustmuskeln abwechselnd anzuspannen. Der Bodybuilder-Koala soll laut Entwicklern eine Anspielung auf Sylvester Stallone sein und auf seine üblichen Actionrollen. Er wird beschrieben als athletisch, selbstverliebt und leicht zu überlisten. Allzu schlau kann er wirklich nicht sein. Er wird von einer Lore erfasst und außer Sichtweite geschleift, womit Crash den Kampf gewonnen hat. Armadillo heißt Gürteltier auf Englisch und Armadillo ist der Name dieses Gegners in Donkey Kong 64, was sich in etwa übersetzen lässt mit bewaffnetes Gürteltier. Der Kampf besteht hauptsächlich daraus, dass sich Armadillo in seinen Panzer zurückzieht und Feuerbälle aus seinen Kanonen schießt. Außerdem ist er in der Lage, Donkey Kong mit seinem massiven Gehäuse zu überfahren, wenn er nicht schnell genug ausweicht. Alles in allem stehen die Chancen anfangs schlecht. Aber Armadillo hat eine Schwäche. Er liebt es, seinen Kopf aus seinem sicheren Panzer zu stecken und herzhaft über Donkey Kong zu lachen. Er bleibt stehen, hebt seinen Panzer und lacht unkontrolliert los. Dadurch wird er angreifbar und Donkey Kong kann explodierende Fässer in sein dummes Gesicht werfen. Das hält keiner lang durch. Jeder von uns kennt eine Person, die ihn an Johnny Deepend aus Luigi's Mansion 3 erinnert. Der durchtrainierte Wasserballergeist landet einen Treffer und feiert sich dafür erstmal selbst. Er wirft sich in Pose und tanzt lachend im Kreis herum. Das kann witzig sein, aber irgendwann nerven solche Typen nur noch. Luigi muss Johnny aus diesem Pool kriegen und dafür muss er seinen gut gezielten Ballschüssen ausweichen. Also heißt es warten, bis Johnny wieder seine Muskeln spielen lässt und er eine gute Zielscheibe abgibt. Lass ganz zum Schluss das Wasser aus dem Becken und Johnny steckt im Abfluss fest. Dieser Typ ist so selbstverliebt, dass er, obwohl er besiegt ist, noch posiert, als würde er fürs Man's Health Titelcover modeln. Das war's für heute. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Macht euch noch einen super Tag und bis zum nächsten Mal.